Hi Leute, und endlich ist es soweit. Endlich kann ich den Server in die Beta-Phase einleiten. Ich werde zwar noch nicht die IP rausgeben, aber ich habe schon ziemlich viele Leute den Server testen lassen und es hat alles perfekt geklappt. Und es ist einfach unglaublich, was wir geschafft haben in der Zeit, und es ist einfach jetzt ziemlich viel auf diesem Server passiert. Also Leute, ich werde es euch so einen kleinen Crashkurs geben. Es wird noch ein richtiges Infovideo dazu kommen. Nur das ist nun mal, dass es die IP in kürzester Zeit bald veröffentlicht wird. Also hier könnt. Achso, hier sind XP-Flaschen, falls ihr eure Sachen verzaubern wollt. So, ich erkläre euch jetzt nun mal so ein bisschen. Also nur einen ganz kleinen Teil. Also hier könnt ihr eure Kids mixen, etc. Das sind die Commands. Macht auf Stopp, um alles zu sehen. Das sind die Ränge. Macht auf Stopp, um zu sehen. So, jetzt geht's los. Hier unten kannst du halt Schilder sammeln, um halt Stuff zu bekommen, meinetwegen Eisenstiefel. Ich werde euch jetzt hier natürlich nicht die Verstecke verraten. Unten gibt es auch hier noch sowas, so kleine Parcours, ja, Sprünge. Hier ist zum Beispiel Glückwunsch. Habt ihr schon was gesehen? Auf jeden Fall kriegt man da ein paar geile Sachen, wenn man da das was hat. Dann gibt es noch ein Parcours hier, und das ist der Ease-Parcours. Ihr müsst bei dem Parcours immer ein bisschen nachdenken. Denk, denk, denk. Und die sind nicht immer ohne dass man da nachdenken muss. Und, ah, okay, da hätte man drauf gewusst. Also, man muss immer nachdenken, der Weg ist nicht immer 100% gegeben. Aber wir wollen halt nicht nur ein PvP-Server sein, sondern auch ein, ja, Adventure-Server, wo man halt PvP mit Adventure, wenn man mal alleine auf dem Server ist, halt noch ein bisschen Spaß haben kann mit Parcours oder mit Schildern sammeln, die außerdem versteckt sind. Also man kann sich eine Full-Dia-Rüstung enchanted machen. So, dann kommen wir zu den Kits. Hier gibt es einmal die Kits, die könnt ihr alle selber ausprobieren, sind alle ziemlich individuell. Die sind nicht so wie individuell, aber ist auch nicht schlimm. Ender-Kit hat mal Enderperlen. Ja, und die anderen Kits sind eigentlich auch ziemlich OP. Die haben meistens alle, haben alle Dia-Rüstung mit Enchantment. Das kriegt ihr aber auch alles ohne Donator-Kits hin, indem ihr einfach hier diese Dias sammelt oder die ganzen Sachen sammelt. Dann hier euch XP-Flaschen holt, meinetwegen hier noch ein Stick. Und dann euch das hier zusammencraftet in unser kleinen, ja, Lounge. Hier gibt es ja alles, jeden Scheiß, den man braucht. Und, ja, das war's eigentlich. Aber es gibt halt hier an der Seite noch den Stats. Und ihr könnt Schrägstrich Points machen, um halt hier eure KD zu sehen, sowas. Und Schrägstrich Rang, das wird aber, muss noch gerade, wird im Moment geupdatet. Das seht ihr auch hier gerade. Es gibt dann den Rang Noob, es gibt halt den Rang Profi. Und es gibt danach auch den Rang Premium, den man dann, also dir wird der Rang automatisch zugewiesen, wenn du dann so und so viel Punkte hast. Und ja, Leute, wie ihr auf dem Server Premium bekommt, ist eigentlich relativ einfach. Ihr müsst einfach nur einen Screenshot senden, an mich senden, an meinen Skype-Account oder irgendwie einen YouTube-Beweis hochladen, weil wir das noch nicht so ganz gefixt haben. Wie ihr einfach ein, entweder hier ein, in den Points hier 20.000 habt, oder hier an der Seite, was jetzt gerade bei mir nicht angezeigt wird, weil da noch ein kleiner Bug drin ist, wir einen Score von 100 habt. Ja, genau, hier dieser Score 100 habt, und da seht ihr es. Dann werdet ihr automatisch Premium, dann machen wir euch Premium auf dem Server. YouTuber-Rang kriegt ihr natürlich, wie gesagt, ab 100 Abonnenten. Gut, dann könnt ihr die ganzen Kits nutzen und dann in eurer Aufnahme ein paar Spieler raggen. Ja, wenn die IP dann veröffentlicht wird, werde ich auch direkt einen Stream dazu machen. Das heißt, immer wenn ihr drauf seid, seid ihr eigentlich auch in der Aufnahme, weil wir ziemlich viel auf diesem Server aufnehmen werden, weil es einfach total einfach ist, hier aufzunehmen, weil wir nicht die ganze Zeit gekickt werden wie auf Gomme. Und also es macht mir persönlich ziemlich viel Spaß, hier so in der Map Schilder zu suchen, sich zu equippen, oben aufzubereiten, unten zu kämpfen, Jump'n'Runs zu machen, und das alles in einer Map. Und das ist einfach nur richtig witzig. Natürlich werden auch bald andere Spielmodi hinzukommen, die wir natürlich alle schon. Oh, hier sind Pfeile. Die wir natürlich alle schon programmieren sind. Auch die Tab-Leiste wird noch schöner, und wir werden noch ein besseres Kill-System einführen. Aber das ist natürlich alles noch im Bau. Aber ich finde, dafür sind wir eigentlich schon ganz gut. Und wenn ihr natürlich Bugs habt, bitte sendet sie mir ein, weil es wird auf jeden Fall noch ein paar, werden auf jeden Fall noch ein paar Bugs auf dem Server sein. Das ist 100% garantiert. Also,
Happy Bug Hunting, sage ich nur. Gut, das war's auch schon mit dem Video. Ich kann kein vernünftiges Video jetzt erstmal mehr bringen, weil erstens war ich heute krank. Aber jetzt geht's mir eigentlich wieder ganz ziemlich gut. Und zweitens habe ich den Intro-Contest am Laufen, wo ich sagen muss, eine Sache noch eben kurz zu sagen muss, es gibt einen Multi-Account, der ist instant die Videos disliked von den anderen. Erstens, Dislikes bringen nichts für die anderen, also die kriegen dadurch keine Minuspunkte, und zweitens ist es einfach nur unnötig, also bitte hör auf mit deinen Multi-Accounts da irgendwie zu disliken. Ich weiß auch, wer du bist, ich bin nicht blöd, und ja, gut, das war's auch eigentlich schon, und ja, ist einfach unnötig. Ihr braucht das nicht zu disliken. Einfach kein Like da lassen, wenn ihr es scheiße findet. Weil ein Dislike bringt ihm eh nichts. Und vor allem mit Multi-Accounts ergibt das überhaupt keinen Sinn. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.